Anschluss, Alice im Wunderland, ist der Titel dieser hochkomplexen Komposition. Oskar Kokoschka schuf sie 1942 während seines Londoner Exils. Der Künstler war Anfang der 1930er Jahre politisch geworden. Der Nationalsozialismus stufte ihn als sogenannten entarteten Künstler ein. Er wurde verfolgt, sein Werk wurde zerstört. Im Jahr 1938 gelang ihm mit einem der letzten Flieger noch die Flucht aus der Tschechoslowakei. Er nahm seine zukünftige Frau Olda mit und konnte während seines Londoner Exils eine Reihe von Bildern malen, in denen er seinen Kommentar auf das politische Weltgeschehen abgab. Er malte in dieser Komposition eine Art von politischer Karikatur. Anschluss bezieht sich auf das Münchner Abkommen von 1938, das das Sudetenland der nationalsozialistischen Regierung zusprach. So begann für Kokoschka der Zweite Weltkrieg. Er stellt die drei Machthaber in der Mitte der Komposition dar. Drei männliche Figuren verdecken ihre Augen, den Mund, die Ohren. Sie haben nichts gehört, nichts gesehen und auch nichts gesagt. Der Nationalsozialist in der Mitte lässt eine Bombe fallen. Die Wahrheit rechts, die Bevölkerung von Wien links, das brennende Parlament im Hintergrund sind die Folgen. Auch wenn Chamberlain damals dachte, den Frieden für die Zeit gerettet zu haben, war es doch der Beginn des Zweiten Weltkriegs.